Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Skrotz und dem Züchterclan. Und heute wollen wir noch ein bisschen Kislev plündern. Wir gucken mal, wir spielen noch weiter, vielleicht bauen wir noch ein paar Unterstädte. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf und ich wollte auch gleich noch einmal den Zuchtbottich für den Watch Lemmy erklären. Wir sehen ja hier eine Livestream-Aufzeichnung und der Watch Lemmy wollte nochmal, dass ich kurz was dazu sage, wie das funktioniert. Ganz generell, ich habe es auch schon, falls ihr diesen Part auf YouTube jetzt später seht, ich habe es auch schon an anderer Stelle in einem YouTube-Video, ich glaube in dem ersten Teil habe ich das auch schon erklärt, sonst guckt euch das gegebenenfalls auch nochmal an. Ach, da drüben sind die Schutzbündnis. Kann ich die denn konföderieren? Weiß nicht, warte mal, mach das mal gerade weg. Mach mal erstmal hier. Ja, das geht, ne? Mach mal erstmal hier militärischer Zugang. So, also sonst schaut im Zweifelsfall auch nochmal da in das erste Video rein. Tja, und irgendwie die Norsker verwechseln uns, glaube ich, und plündern die ganze Zeit hier unsere Provinzen, ne? Wobei das tatsächlich jetzt nicht so wild ist. Oh, Karakdrak wurde eines unserer Gebäude beschädigt. Mhm, okay. Wir werden außerdem geplündert natürlich. So, und jetzt wollte ich einmal ganz kurz den Zuchtbottich nochmal in aller Kürze erklären. Also, so für den Anfang der Kampagne bietet sich das auf jeden Fall. Am Anfang habt ihr ja einen Mutantenratten-Oger. Und Skaven-Sklaven, sondern hier diese Wolfsratten. Und ihr könnt durch die Mutation von solchen Einheiten, könnt ihr weitere Mutationen freischalten. Ihr seht das hier in den Verbindungslinien, ne? Das sieht dann halt zum Beispiel so aus, das ist dann halt gesperrt. Und ihr wollt am Anfang der Kampagne auf eurem Mutantenratten-Oger, wollt ihr diese zelluläre Instabilität haben. Das ist die erste Mutation, die man sich holen sollte, ne? Das heißt also, ihr müsst hier dahin, ja, und dann müsst ihr dahin und dann müsst ihr dahin und dahin und dann könnt ihr die zelluläre Instabilität holen, ne? Ihr schaltet das immer frei, indem ihr die beiden angrenzenden Verbindungspolygone hier oder was sind das da, Hexagone, ne, freischaltet, ne? Dann kommt ihr hier, dann kommt ihr immer eine Stufe weiter. Und hier oben, die könnt ihr dann, das könnt ihr zum Beispiel über die beiden freischalten, das könntet ihr zum Beispiel hierüber freischalten. Und dieses ultimative Mutagen mit den drei zufälligen Verstärkungen, das ist halt schon echt mächtig, ne? Also wenn ihr sowas auf so eine Billigeinheit macht, ne, dann kriegt ihr halt drei Verstärkungen halt hier random aus diesem Ding und da können halt krasse Sachen dabei sein, ne? Death Angel sagt vielen Dank übrigens für den Sub an der Stelle. Das Ganze gibt es auch noch für Infanterieeinheiten und auch da ist es natürlich ganz sinnvoll, sowas freizuschalten. Ich habe jetzt hier natürlich erstmal einen Haufen Monster, was für Skrotz auch ganz gut ist. Und also ihr könnt mit dieser zellulären Instabilität, das habt ihr vielleicht ja auch schon gesehen, könnt ihr bei diesen einzelnen Monstern, also es darf nur ein Monster sein, bei denen bringt euch das nicht so viel. Dann schickt ihr ein Monster rein. Dann macht ihr diese zelluläre Instabilität und dann gibt es so eine Warp-Blitz-Bombe um euch herum und ihr macht einfach direkt 200 Gegner auf einmal weg. Das ist halt super krass. Und es gibt es noch in, also das kann man theoretisch auch noch kombinieren. Hier der Lobotomie, dem Warp-Blitz-Ableiter. Das heißt, ihr schickt eine Einheit rein. Und könnt dann auch mit diesem einzelnen Monster nochmal so einen Warp-Blitz auslösen. Das heißt also, ihr macht einmal diesen Warp-Blitz, der killt schon mal ein paar Einheiten. Und dann könnt ihr nur diese Warp-Bombe machen, wenn ihr so schön Einheiten um euch drumherum sammelt, so schön im Pulk. Und dann zündet ihr diesen Warp-Blitz. Das ist unfassbar viele Kills, ne? Und um es halt nochmal krasser zu machen, könnt ihr dann auch noch hier diese säurehaltigen Moschusdrüsen halt machen, ne? Die, ich habe das auch auf einer Einheit drauf. Aber ich weiß nicht, ob der Effekt richtig erklärt ist. Also das, hier, ne? Fügt Kämpfern Schaden zu, stark gegen mehrere Angreifer. Und das ist halt so, ich glaube, das ist halt im Bereich um das Ziel drumherum. Dann habt ihr drei destruktive Spells, die ihr casten könnt.
Ganz kurz noch ein wichtiger Aspekt, den ihr beachten solltet bei den Verstärkungen. Seht ihr übrigens hier, diese Einheit ist jetzt so rot hinterlegt, die ist instabil. Instabile mutierte Einheiten mutieren für geringere Kosten als Einheiten, die, das seht ihr hier, ne? Das kostet mich 50, das kostet mich hier nur 25. Deswegen nehmt ihr zum Experimentieren, um diese Hexagone freizuschalten, dann nehmt ihr die mutierten Einheiten. Und nachher könnt ihr diese Einheiten dann einschmelzen und dann kriegt ihr hier wieder Juice zurück von diesem Zuchtbottich. Und wenn der dann entleert werden kann, ich glaube ab wie viel Punkten? Ab 500 könnt ihr den entleeren. Und dann kriegt ihr nochmal ein neues Mutagen. Man kann Mutagen auch für Geld kaufen, das ist aber sehr teuer. Und ihr könnt diesen euer Zuchtlabor könnt ihr auch aufwerten. Denkt aber dran, das ist auch ein Tipp, den mir der Merp gegeben hat, den Klonkrieg. Den nehmt ihr bitte erst, nachdem ihr mit den Skaven-Sklaven die ganzen Verstärkungen hier freigeschaltet habt. Ne? Also das nehmt ihr bitte erst später. Sonst bekommt ihr nämlich, wenn die Dinger mal mutiert sind, könnt ihr die nicht mehr wieder einschmelzen und Punkte zurückholen. Ja. So, wir brauchen eine neue Forschung übrigens. Und was haben wir hier nochmal? Mehr Rattenflut und eine Höllengrube. Rattenoger, Mutanten, Rattenoger. Ja, aber das dauert 7 Runden. Das ist jetzt zu lange, bis wir das haben. Ah, hier, da werden die Meutenbändiger nochmal besser. Aber ja, wie gesagt, auch das dauert zu lange. Ausrand Brutschrecken und Wolfsrand Brutschrecken und Unterhalt. Ja, dann machen wir hier weiter. Du bringst mir Nahrung und Wachstum. Ja, ist auch gut, ne? Aber gut, wir machen jetzt erstmal hier bei den grausamen Plänen und den monströsen Plänen. Machen wir jetzt mal gerade weiter. Das ist nicht so entscheidend, wie wir jetzt hier genau forschen. Wir wollen jetzt auch erstmal natürlich auf den nächsten Quest hinaus. Ach, guck mal, da haben wir alle Gebäude beschädigt, ne? Seit wann kann man Siedlungen auch verlassen? Das heißt, ich mache die platt. Ist das neu? Kannte ich gar nicht. Ja, wir reparieren das einfach alles mal. Das Chaos macht mir wahrscheinlich hier die Gebäude platt, ne? Komm, hier für 1000er können wir die. Ne, das werten wir noch nicht auf. Das ist neu, ne? Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist aber ganz cool. Da kannst du irgendwelche Popelstädte erobern, kannst du dir dann nachher zurücklassen. Das finde ich gut. So, der Beastmaster, der geht mal noch ein bisschen hier unten. Der braucht nicht unbedingt hier unten gucken, der kann aber hier mal gerade stehen bleiben. Okay. Ja, dann lauf noch einmal zurück. Und wollen wir die Intrige des Untergangs durchführen? Ja, das wäre eigentlich schon geil, ne? Komm, wir holen uns den Warlock-Techniker. Und den können wir jetzt zum Beispiel nach Altdorf schicken. Dann bringt er uns einen Haufen Kohle, wenn wir den da reinpflanzen. Merp schreibt übrigens auch gerade im Chat, taktisch ist das gut, weil man bisher diese einzelnen Städte halt behalten muss, auch wenn sie einem nichts gebracht haben. Das ist natürlich auch insbesondere bei den Skaven blöd, weil die Skaven ja auch Nahrung verlieren, wenn die zu viele Städte haben, meine ich, ne? So, wir haben diese Mission abgeschlossen. Was kommt jetzt? Peitsche der Macht. So, was ist das für eine feindliche Strecke? Super, Chaos-Armee, danke. Ja, okay. Ja, da brauche ich mich aber nicht mal teleportieren, ne? Loyal. Maybe it's one of my brood.
Was geben wir ihm noch hier? Sapeur. So, dann haben wir hier unsere Armee fertig mit den ganzen Mutanten, Ratten, Ogern. Und das Ding ist halt, also wir können jetzt diesen Zuchtbottich leeren. Dadurch bekommen wir halt direkt wieder Mutagen, was ich eigentlich ganz gut finde, denn ich würde diese Monster gerne auch einmal mutieren. Mit dieser Warp-Bombe, ne? Save best bits. Eat rest, rest. Quick, faster. Me hungry. Geil. So, zweimal hier noch mit, ne? Dings. So, du kriegst einmal noch die Gedankenkontrolle. Ah, super. Jetzt sind sie mutiert. Jetzt kostet mich das nur noch 12, diese anderen Sachen freizuschalten. So, ne, die haben jetzt Instabilität Stufe 3, das ist jetzt ziemlich viel, deswegen schmelze ich die jetzt ein. Ich kriege 165 Wachstumssaft wieder raus. Und ich glaube, dann werde ich tatsächlich den Rattenoger hier mit diesem Moschusgedöns, den werde ich auch einschmelzen. Der ist zwar gut, aber ich brauche halt auch noch so ein paar Billo-Einheiten hier in der Truppe. Da kriege ich jetzt 55 für. So, und jetzt brauchen wir halt hier noch 1, 2, 3, 4 und dann können wir auch unsere Infanterie richtig geil mutieren. Und wenn wir jetzt mal gucken, ne, wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir könnten auch so eine Drattenoger nehmen, die kommen ja dann mit zufälligen Mutationen rein, was halt auch sehr, sehr cool ist auf jeden Fall. Ne? Was hast du nochmal hier? Du hast einen Bonus gegen Infanterie. So, ne, jetzt holen wir uns mal hier noch zwei Einheiten Skaven-Sklaven mit rein. Und die kommen einmal mit der Raserei und einmal mit der Vorhautaufstellung. Und dann quicksafen wir mal. Gute Nacht, Nagenso. Schön, dass du da warst. Und dann laufen wir mal hier hin und dann machen wir mal diese Questschlacht. Vor der Inf habe ich jetzt tatsächlich nicht ganz so viel Angst. Aber ich glaube, wir müssen die platt machen, damit wir diesen Rattenoger oder Mutantenrattenoger mit dem Chaoskriegerhirn kriegen, ne, oder? So. Auf geht's. Full chaos things attack hell pit again. Why they not learn lesson last time? Big problem, yes. Help it not send abomination monsters to other clans till spiky things got gone. Why courage thing not stop kill chaos things yet? Fool rat ogre, stupid man thing brain make it weak frail. Me must do all things. Make nasty, spiky things die quick fast. Or other clans be mad. Keeps me from lab. And me so hungry. Hungry. Maybe. Me eat gorage thing. What's chaos things? Dead. Maybe. Me put gorage thing brain into plague toad. Yo. Besiegt die Blockade des Chaos. Gorich muss überleben, Scrotz darf nicht fliehen. Okay, dann zeigt mir das mal kurz.
Die greifen das da an, ne? Was ist hier los? Mutantenratten, Ogre, ganz viel Chaos, Gedöns. Was ist das? Das ist der Goritsch, ne? Okay. Yes, 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 yes. Genau, und da, und der kriegt nachher das Chaos-Kriegerhirn, ne? Sweet Jesus. Oder, ja, whatever. Okay, also auf jeden Fall, mach mal bitte hier den Defensivmodus an und schieß bitte hier rein, ne? Das ist. Ja, das ist auf jeden Fall besser, als irgendwo da hinten rein zu hämmern. Okay. Und dann kannst du direkt übrigens auch mal gerade hier intervenieren. So, und wir schicken einfach unsere Monster da rein, würde ich mal sagen, ne? Ah, komisch, ich dachte, ich hätte die auch nach vorne kommandiert. Smartest Packmaster. There, pray, there. Komm da raus. This way, there. Packmaster. Wie der einfach, guckt euch das an. Der läuft einfach weiter. Oh, meine Warp-Technik ist verdammt. Antacke! Mit dem Riesen da raus. To me, my pets. Komm mal da raus. Schmeiß mal noch die Ratten da rein. Die Einheit hier, die wird gleich auch ausgelöscht, weil die nicht rauskommt. Das ist halt echt bitter, ne? Wie die Chaos-Penner halt einfach so... wie der halt einfach alle Einheiten von mir killt, weil du halt so ein Asslack bist, ne? Ja, das ist jetzt dumm, ne? Das muss ja auf der anderen Seite mal. Boah, Alter, ne? Guck mal, der kann nicht raus, ne? Die Chaosbrut, eine der miesesten Einheiten im ganzen Spiel. Der blockt hier den. Der killt hier meinen Rattenoger. Lächerlich. Lächerlich. Ich sag's gerne nochmal, eine der schlechtesten Einheiten im Spiel. Chaosbrut ist eine der mit Abstand, ich würde mal sagen, also es ist wirklich eine unfassbar schlechte Einheit. Ich treffe den Riesen übrigens nicht, ne? Der ist auch sehr schwer zu treffen. Junge! Total Control. Mal bitte Angriff hier.
Hat er mir den... Ja, der hat... Ich glaube, er hat mir zwei von den Riesen hat er mir gekillt, ne? So schlecht. Naja, egal. Egal, wir holen uns da andere Einheiten wieder für zurück, ne? Einen würde ich aber gerne behalten, ne? Verstoßene gehören übrigens auch zu dieser Elite der Nichtskönner. Man muss ja natürlich sagen, diese ganze Warp-Explosion, die bringt halt auch jetzt nicht so unfassbar viel gegen die ganzen Monster, mit denen er hier ankommt, ne? De facto ist es aber so, ne, eigentlich sind das halt alles Trash-Einheiten, aber wenn die KI die hat, sind die halt super stark, ne. Das ist halt ein bisschen doof, ne. Greif den noch, mach den doch einfach noch platt. Hier, 5 Chaosbruten, ne, warte mal, Chaosbruten können nicht, die können nicht flüchten, ne. Übrigens kann ich die offenbar auch nicht treffen, ne. Lass mal bitte auf zu schießen. So, das war's jetzt aber, ne. Welche Einheit fehlt denn noch? Keine, ne? Ja, so, dann macht er doch ruhig, ne? Ich glaube, zwei von den Riesen hat er mir echt down gemacht, ne? Er hat an der Lore gepfuscht. Im Spiel ist das Chaos feindlich zu Scrotts und nur die Norska freundlich. Eigentlich sollte das Chaos auch freundlich sein. Ich meine, das ist doch auch... Der kriegt dieses Gehirn von dem Chaoskrieger doch auch für irgendeine Gegenleistung. Der macht doch auch irgendwas für die, ne? Oh, guck mal, der hat mir den mit den Goldwimpeln gekillt. Bitter. Ja, aber kannst du halt... Ist halt lame ohne Ende. Der cornert die halt und dann kommst du nicht mehr dran vorbei und dann killt die Chaosbrut halt so einen Riesen. Ist dann halt so. Ist halt... Ja, liegt halt auch am Schwierigkeitsgrad, ne? Du kannst halt mit denen nicht mehr gut aus diesen Gefechtssituationen raus. Aber was macht man nicht alles für so eine Questschlacht? Da lässt man sich auch solche Frechheiten hier um die Ohren hauen und macht gute Miene zum bösen Spiel. Dafür bin ich jetzt mal auf das Item gespannt. Und auf unsere besondere Einheit. Na, wie gesagt, wir behalten einen von den... Ja, wir holen uns auch den Juice hier mit und machen mal hier zusätzliche Nahrung. Aha. Das ist also unser Held. Okay, cool. Also wir kriegen 5000 Gold. Wir kriegen die Peitsche der Macht. 5% mehr Bewegungsreichweite, plus 10 Nahkampfangriff, Führerschaft plus 10 für Wolfsratten, Rattenoger, Mutantenratten, Oger, Brutschrecken und Höllengrubenbruten, Angriffsbonus plus 15 für Skaven-Sklaven. Das ist dann immer noch so, als wenn du Papierkügelchen auf eine Stahlbetonwand wirfst, ne? Aber gut. Das größte Experiment. Goditsch. Der Kommandant des stehenden Heeres des Züchterclans an der Höllengrube ist nun bereit, Scrotts auf das Schlachtfeld zu folgen. Hier draußen kann Scrotts unter seinem Kommando die rasanten Erfolge seiner Kreationen eindämmen und Gorge kann seinen berserkerhaften Blutdurst ein weiteres Mal stillen. Okay. Aber du startest leider ohne Bewegungspunkte, das ist schade.
Dann schlage ich vor, der Scrotz, der holt sich bitte noch. Ich muss auch tatsächlich sagen, die Brutschrecken sind in meinen Augen besser als die Mutantenratten-Oger. Die haben zwar weniger Hitpoints und so und auch weniger Magieresistenz, aber die werden halt nicht so leicht getroffen. Ne? Wir sind wieder bei diesem Hitbox-Problem. Ne? Also das habe ich ja schon mit Merp ziemlich ausführlich besprochen. Ja. Na, also das macht viel aus. Okay, pass auf. Wir nehmen den Goritsch, nehmen wir gleich mit. Du nimmst mir noch zwei Skaven-Sklaven mit rein, damit wir die Truppen hier aufgefüllt haben. Und ich sag an Havoc Cookie, vielen Dank für den Follow übrigens. Ja, du kannst auf jeden Fall noch weiterlaufen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir in Altdorf angekommen sind. Ich würde vorschlagen, ja, lauf mal hier hin. Also ich laufe in erster Linie hier hin wegen der zusätzlichen Bewegungsreichweite, damit ich nächste Runde nach Solschenk komme. Ne? Das ist so meine Überlegung hier. Hunter Killer, vielen Dank übrigens auch für den Follow. Schön, dass ihr dabei seid. Muss ich einen Helden ausknipsen? Ich sehe sonst gerade keinen, ne? Also nicht unbedingt. Was hat denn der für Optionen? Das ist also. Goritsch ist ein. Als was für eine Einheit zählt er? Zählt er als Meutenbändiger? Nee. Witzig, also echt, ja, so eine Mischung halt, ne? Ja, hier, dem muss ich noch ein bisschen Zeit geben, sonst krepieren die an der Revolte. Das ist doof, aber ja, machen wir. Du läufst mal hier rüber, falls hier gleich ein Held kommt, aber so, dass wir hier noch ein bisschen Wachstumsstimulation haben. So, ne? Ah, warte mal. Habe ich hier das. Ja, doch, ne? Ich habe hier auch zusätzliche Erfolgschance bei. Nee, habe ich hier nicht, ne? Okay, gut, muss ich bedenken. Also hier habe ich weniger Agentenerfolgschance als hier drüben. Brauche ich Warblitzkanonen für meine zweite Armee vielleicht, ne? Also ich könnte bald auch mal eine zweite Armee aufstellen. Ich könnte es auch noch lassen. Ich spiele ja momentan, macht es so eigentlich auch ganz gut Laune, ne? Müssten wir mal gucken. So, erstmal noch einen Schluck Mutationskaffee mit frischem Warpstein. Ja, ne, genau, der macht Einheiten, Blau schreibt es gerade nochmal, ne, der macht Einheiten für den Archaon, ne, und dafür kriegt er doch das, ich meine, und dafür wird er ja entlohnt, ne, mit diesem Chaoskriegerhirn oder so, ne. Wie der Typ der Ex-Menschen, ah ja, bei den Waldelfen oder Krell bei Kamla. Legendäre Helden als eigene Klasse. Ja, das ist klar. Ja, alles klar. Ja, bloß, ja. Das stimmt, ja. Aber manchmal orientieren die sich ja von den Skills her an den anderen Helden. Und das wollte ich ja einfach nur herausfinden, ne? Schollig, du gibst mir Wachstum. Danke. Frost,
Genau, Throd. Und du greifst jetzt mal hier drüben Seuschenk an. Der hat einen Mörser. Ja, mit Cam heute. Hi Xeric, grüße dich übrigens. Ja, jetzt machen wir die Schlacht noch und dann beenden wir den Part für heute auch. Also den, nicht den Stream, keine Sorge, nur die YouTube-Aufnahme, ne? Ja, ich wollte auch, genau, Xeric, weil du das fragst, ne? Wenn du hier guckst, da siehst du, da haben wir noch ein Donation Goal. Das ist halt für diese Beleuchtung, auch für diese, dafür, dass ich halt hier eben dann mit Facecam spielen kann, ne? Und da wollte ich dann halt auch nochmal mit Facecam heute spielen, um da nochmal so ein bisschen Werbung für machen zu können, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Okay, was machen wir am besten? Also ich glaube tatsächlich, eigentlich, wenn wir uns mit der Arti hier aufstellen. Und dann packst du mir einmal ganz kurz hier die. Dann packst du mir die. Die Sturmratten darüber. Die sollen schießen und dann soll der da mit seinen. Dann soll der da mit seinem Drecksmörser dann angeschissen kommen. Dann ist das in Ordnung. Du kannst dich hier hinstellen, ein bisschen stressen. Und ich würde sagen, du stellst mir die, pass auf, wenn man die so. Stell mir den mal noch ein bisschen hier hinten auf, zusammen mit dem Scrot. Ja, das ist halt auch wieder. Haben sie ihn übersetzt mit Scrots und eigentlich heißt er ja Throt im Englischen, ne? Naja, whatever. Den kannst du mir hier hinstellen. Oder vielleicht so ein bisschen hier hin. Und die Höllengrubenbruten stellst du mir so vorne dran auch. Jo. Und wir rücken mit den Einheiten so ein bisschen rüber. Vielleicht gehe ich auch mit denen ganz offensiv vor. Na, wir gucken mal. Ja, der wird ja auch jetzt auf uns schießen, denke ich, ne? Ja, genau. Ja, aber Fokus auf den Mörser auf jeden Fall, ja. Weiter, weiter, weiter. Rein, rein, rein. Warte mal, Fokus, der gerade schon wieder meinen Riesen. Ja, ne? Das ist so krass, wie die KI. Krass.
krampfhaft diesen Riesen down fokussen will. Ist ja heftigst, ne? Asoziales Gesindel. Hau mal ab mit dem, ey. Ganz miesen Herbert, der Typ. Ganz miesen Herbert. Kannst du auf den ballern, übrigens, warte mal. Nee, machen wir noch nicht, ne? Miesen Herbert. Wirklich miesen Herbert. Ich will mal gerade hier gucken, was... Nee, da ist nicht so geil, ne? Nee, attackier bitte vielleicht nochmal ihn. Und du gehst auf jeden Fall auf die Bierhandkämpfer drauf. Was habe ich mit dem Scrot? Wollte ich noch was machen, ne? Ja, genau. Mach's mal bitte hier. Und wo bist du? Ja, keine Ahnung. Mach den mal hier. So, ihr kommt jetzt raus hier. Du explodierst jetzt bitte. Jawohl. Habe ich nur einen, der explodieren kann? Du, ne? Das ist aber eine beschworene Einheit, ne? Naja, das ist aber okay, so wie das hier läuft gerade, ne? Ja, die Einheit wieder mit dem Verfolgen aufgehört, ne? Es ist echt mies, ne? Was macht denn ihr jetzt hier wieder? Bleibt der natürlich auch in den Bierhandkämpfern hängen, ne? Das war eine Stadtbelagerung, ne? Da mache ich sonst nichts mehr. Ja, auf jeden Fall ein bisschen ungelenk hier, diese eine Pause dann der Schlacht, aber ich glaube, also im Endeffekt, ja. War jetzt hier nicht wirklich entscheidend. Der hier 186 Kills, ne? Ja. Das ist halt eben schade. Wenn ihr Bierhandkämpfer gegen die KI spielt, werden die halt niemals selbst gegen Skaven-Sklaven so viele Kills machen. Das ist echt schade. Also ich hätte mir hier gewünscht, dass man bei diesem Spiel das so ein bisschen anders balanced, ne? Aber gut, ich meine, ich beklage mich auf gar keinen Fall hier bei meinen Einheiten, wenn wir uns die Kills angucken, ne? Ich habe hier vor allen Dingen die Rattenogre auch mit den 247. Das waren die, die ich mit der Warp-Bombe gezündet habe. Das hat auch gut geklappt, ne? Auch wenn das so ein bisschen Kamikaze-mäßig hier ist, ne? Aber, ja. Und hier, der ist ja schon mit der Rattenogre, der ist ja schon mit so wenig Hitpoints da reingestartet, ne? Von daher nachvollziehbar, glaube ich. Den haben wir nicht eingesetzt, aber es war schon wieder witzig, wie der den gefokust hat, ne? Mit den Reitern ran und dann batz, batz, batz draufgeschossen, ne? Das waren insbesondere beschworene Einheiten, die wir hier verloren haben. Also kann man gut mit leben, ne? Wir haben übrigens gleich wieder unsere 500 Punkte hier voll, ne? So, einmal ausrauben für Geld.
Wir greifen die nächste Runde nochmal an. Wichtig ist nur, dass der nicht bis zu mir kommt. Ja. Gut, für Sylvania jetzt ja. Aber Sylvania heißt denn hier. Da, Provinz Ostmark, ne? Talabergland. Das ist leider. Also, ich finde es ist ein bisschen grenzwertig momentan. Also, du hast natürlich keinen Bock auf Ordertide, ne? Und die Tatsache, dass das Imperium dich halt so krass harasst, ne? Aber, als ich das letzte Mal auch mit dem Imperium gespielt habe, hatte, glaube ich, auch so nach 50 Runden hatte Sylvania fast komplett Kislev erobert auch und so. Und die expandieren so krass momentan. Ich finde es ein bisschen arg übertrieben, ne? Mir ist es echt ein bisschen too much. Läufst mit hier rüber, denn hier kriege ich Verstärkung. Und außerdem zusätzliche Bewegungsreichweite in der nächsten Runde. Ja, das war natürlich auch geil. Jetzt ist die Frage, wollen wir ihn? Also ich bin eigentlich fast dagegen, ihn auf den Brutschrecken zu setzen, weil er wird ja echt schlechter dadurch. Er kriegt halt mehr Hitpoints, aber guck mal, weniger Nahkampfabwehr, weniger Nahkampfangriff, weniger Führerschaft und deutlich weniger Rüstung auch nochmal. Ich bin hier eher. Ja, mir alles mir würde ich fast auch noch nehmen, ne? Ich wäre dann ansonsten auch hier für diese Warpsteinwaffe. Aber wir nehmen mir alles mir erstmal. Der zusätzliche Bonus durch die Schlachten, der ist wichtig. Mach's hier weiter bei dickhäutig, weil der braucht mehr Def auf jeden Fall. Der braucht auch mehr Nahkampfabwehr. Der sitzt ja auch auf so einer Ratte schon, ne? Und das ist halt das Ding. Da kriegt er halt gut Kasala, ne? Wenn er da nicht aufpasst. Jo, okay. So, wie weit kannst du laufen? Du kommst nicht bis ran. Na, das haben wir auch fast gedacht. Okay, dann läufst du mal hier hin, Gorridge. Ja, gute Frage. Du kannst. Also ich könnte mit ihm natürlich auch versuchen, hier die Truppen dabei Kislev aufzuhalten. Das ist aber gar nicht mal unbedingt so mein Anspruch. Wir können ja mal hier rübergehen zur Burg von Rauken und uns das mal angucken. Momentan sind hier nicht so viele Helden unterwegs. Das geht also von daher eigentlich noch. Wir brauchen noch zwei Wachstumsstufen. Das wird also noch einige Runden dauern. Dann gehen wir vielleicht doch hier auf die reduzierten Baukosten und das zusätzliche Wachstum, sonst dauert das so lange. Und wir boosten das gleich auch nochmal hier mit dem mit der Intrige der Dominanz. In drei Runden ist die verfügbar. Ja, das ist okay. Stellt sich nochmal hier rüber, falls hier ein Held spawnen sollte. Und den Part beenden wir mal an der Stelle jetzt erstmal. Also, der Stream geht natürlich noch weiter, aber die Aufnahme von YouTube endet. Und in diesem Sinne sage ich erstmal macht's gut. Pax Vobiscum. Valete.